Moin Moin und herzlich willkommen zum TWL SC2 Tournament Season 2. Heute mit der zweiten Partie des Winner Brackets in der ersten Runde. Und zwar hier mit dem guten Imperator Bot gegen Lukas. Map ist Delta Quadrant wie gehabt. Bob startet hier als roter Toss auf der 1er Position, während Lukas hier als grüner Zerg standardmäßig unterwegs ist und hier auf der 11er Position startet. Und mein heutiger Co-Caster ist der gute Drache. Ja, hallo. Ja, Map kennen wir ja schon. Sehr schöne Terra-Map, aber da wir kein Terra hier haben, sondern ein schönes ZVP, ist es, denke ich mal, ausgeglichen. Wen siehst du denn jetzt hier vorne? Puh, schwierig. Also so spontan würde ich jetzt mal sagen Lukas, weil er ja in der ersten Season schon gegen Bob gewonnen hat und auch auf jeden Fall mehr leidet als Bob. Also Bob leidet ja so gut wie gar nicht. Also ja. Eigentlich kann ich mir durchaus denken, dass das Spiel schon spannend wird, weil halt Bob auch kein schlechter Spieler ist. Aber auch so mein kleiner Favorit wäre jetzt Lukas eigentlich. Denke mal, dass er sehr gute Karten hat und ZVP ist jetzt nicht so ein schlechtes Matchup für den Zerg. Und dann kommt das Spawning Pool, ein neuner Pool übrigens, sehr interessant. Okay. Also keinen Standard Fast Exit von Lukas hier. Ja, und dann Auch kommt das interessant. Gateway vom Bob. Ja, Fast Exit ist ja fast Close Posey. Da sollte man eh keine Fast Exit spielen, vor allem nicht gegen Toss. Bob versucht jetzt hier erstmal zu blocken, falls seine Exit noch kommt, aber die kommt jetzt erstmal nicht. Hier kommt nämlich ein sehr früher Pool. Bin ich mal gespannt, was Lukas damit treibt denn. Wenn jetzt die Ja. Scout-Runde kommt, scoutet er Kommt erstmal jetzt auf das falsch. Gas. Ja, aber durch den Overlord hat Lukas jetzt eh schon gesehen, wo Bob ist und Ja. zieht auch die Sonne wieder ab. Gateway noch nicht fertig. Bob hat Kommt. auch ziemlich früh das Gas genommen. Ja, weiß ich gar nicht, was er damit jetzt will. Ging. Es werden ja hier sicherlich mehr ziemlich viele Linge kommen. Erste Queen jetzt hier zum Bau, Pool ist fertig, Gas läuft. Ich weiß ja nicht genau, was er hier spielt in so einem 10er Pool, was er jetzt weiter machen Ja, möchte. vielleicht hat er das Gas nur gebaut für das Speedling-Upgrade. Es könnte durchaus sein, dass er Mars Linge versucht. Aber dann würde halt das Gas bei Bobs keinen Sinn machen, weil er braucht ja halt im Prinzip nur Zealots. Cabernet Core jetzt auch im Bau erstmal. Hat hier noch keine Angst vor Mars Linge. Ja, bisher kommen ja auch noch keine Dinge. Nee. Könnte auch gut möglich sein, dass gleich der Rotschworn kommt. Dass das vielleicht ein Ja, anderer vielleicht. Rotspiel ist, obwohl jetzt kommt die, nee, jetzt kommt die Echse. Jetzt kommt die Echse, ja. Aber Bob blockt hier sehr schön, wenn auch ganz Vielleicht wollte knapp. er Bob einfach mit dem Pool verwirren. Das kann durchaus sein. Hat aber nicht geschafft. Das muss man jemals wissen. Bob setzt sich nochmal einen Pylon hier. Jetzt setzt sich den Pylon, Aber ja, ich sehr glaube, schön. der sitzt nicht ganz so gut. Er könnte theoretisch noch setzen. Aber Lukas erfolgt erstmal hier die Probe. Und da kommt jetzt auch das zweite Gate von Ja, Bob. Watchworn ist im Bau. Die ersten beiden Linge kommen jetzt auch. Ja, zweites Gate. Ein Zealot, jetzt kommen die Stalker. Ja, das zweite Gas ist jetzt auch schon voll am Start bei Bob. Da haben wir die zwei Linge. Das könnte doch recht interessant werden. Auf jeden Fall. Ob er jetzt nun auf mehr auf Linge oder mehr auf Watches geht, der gute Lukas, und wie auf Bob darauf Ja, reagiert, weil was Bob jetzt spielt, weiß ich auch nicht so Bob ganz. kann ja nur reagieren. Da kommt übrigens ein Protector, ein Sentry. Sehr schön, auf jeden Fall. Kann er hier Er viel. stellt sich auf jeden Fall auf einen Rush ein, anscheinend. Ja, möchte es jetzt mal halten, aber da kommt der Tech von Lukas. Also ganz abstrus, was der Junge hier macht. Versucht hier. Fast Exit Tech und früher Pool, Ja, okay. Pylon ist Sowas jetzt kenne hier ich auch drin. nicht. Ja, da kommt jetzt die Echse. Naja, fast Echse war es ja dann nicht mehr, weil der Pool ja schon stand, so wirklich. Und er Ja, das sehen, es stimmt. hat hier. Er hat jetzt aber Bob hier den Tech gesehen und alles. Und wird jetzt hier wissen, dass sein Gegner hier nicht pushen wird. Und das sollte er auf jeden Fall ausnutzen. Wenn hier Lukas gefällt mit seinem Overlord hier reinfliegt, jetzt merkt es gerade und bewegt ihn zurück. Würde Bob ihn. hat ihn aber noch nicht bemerkt. Ne. 28 Supply hier beim Zerg, 32 schon beim Toss. Ja, wenn Bob da mal ein bisschen stressen würde, könnte er vielleicht mal was rausholen. Ja, Bob hat auch gerade eine ein bisschen bessere Echo. 20 Worker von ihm gegen 16 von Lukas. Das sind 19. Jetzt sind es 19 Grad, vorhin waren es noch Ach so, 16. okay, Entschuldigung. Robotics Facility kommt jetzt auf jeden Fall. Ja, gegen die Schaben Ja, halt. Nummer 5 ist nämlich im Bau. Speed Upgrade für die Schaben kommt nämlich auch. Vielleicht wollte auch nur das Schaben Speed Upgrade und dann sich alle Möglichkeiten offen lassen. Das hier da vielleicht nachher noch Hydras kommen. Dafür sollte er mal so langsam das zweite Gas nehmen. Nächstes Gateway kommt bei Bob. Upgrade, Upgrade ist jetzt durch. Hat jetzt hier schon zwei Sentries.
sehr passives Spiel jetzt hier noch vom Bein, traut sich noch wirklich keiner hier, tasten sich nur ab hier. Haben Respekt voreinander, merkt man noch ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich denke mal, Lukas wollte einfach mal vortäuschen, dass er washed, während Bob sich darauf halt eingestellt hat. Deswegen ist jetzt noch nicht viel passiert von beiden Spielern. Genau, das ist hier sehr schöne Psychospielchen, die hier der gute Wiener hier betreibt. Ja, zwei Robos, ja, kommen im weiteren Charme. Was mir auffällt, Lukas hat ein bisschen schlechtes Queen Micro, hat 41 Energie und könnte auch rückwärts einen Griechertumor setzen. Aber macht er nicht. Da kommt jetzt auch seine zweite Queen. Weitere Charme. Ja, bisher noch kein Hydralis Stem. Ja, und da kommt jetzt der nächste Immortal, der erste ist es, glaube ich, ne? Ja, der erste, ja. Hat auch noch keinen Observer gebaut. Geht jetzt erstmal los mit dem Zillet. Ich glaube, er möchte erstmal, ja genau, erstmal den Zenagatom nehmen und dann etwas scouten gehen und schauen, was der Zerg hier so treibt. Ja, dabei Bob spielt eigentlich momentan eh genau das Richtige. Immortal gegen die ganzen Schaben. Also, er hat zwar nicht gescoutet, was Lukas hat, aber er spielt trotzdem mal das Richtige. Das ist schon sehr nett. Er hatte ja bloß drei Linge insgesamt. Das sind echt sau viele Schaben. Ja, und jetzt geht er auch mit dem Berserker da ein bisschen scouten. Zieht sich aber hier zurück und die Schaben ist jetzt Speed-Upgrades durch. Aber und die sind jetzt sau schnell und die holen den Zelt einfach mal ein und One-Hit ihn mal direkt. Und jetzt wird Lukas hier sicherlich einen Push ansetzen, oder? Könnte auf jeden Fall riskieren. 68 Supply bei ihm, 48 nur beim Toss. Und das wird jetzt ganz schwer hier für Bob zu halten. Wenn er die Protectors gut benutzt, dann könnte er hier auf jeden Fall das Ding hier halten. Auf jeden Fall. Eine Schale drauf gegen einen Zealot. Das ist, denke ich mal, verkraftbar. Ja, Lukas traut sich jetzt nicht weiter zu pushen, oder? Ja, ist auch sicherlich schlau, weil mit den zwei Sentries hier, da kann auf jeden Fall die Army einfach mal splitten von Lukas und ganz einzeln auseinandernehmen. Jetzt haben wir hier übrigens den Observer am Start, der dann auch erstmal über die Echse fliegen wird. Wenn Lukas jetzt hier ein bisschen ihn contained, oder doch nicht, jetzt bewegt sich gerade wieder zurück. Macht er mit Absicht. Zweites Gas hier kommt in der Main bei Lukas. Nächster Immortal wird gebaut bei Bob. Ja, wird aber nicht gekohlen boostet. Sollte er vielleicht mal machen. Hat genug Energie, hat jetzt er. Jetzt kommt Twilight Council. Twilight Council bei Bob. Das könnte jetzt interessant werden, ob er einen Tech, weiteren Tech einschlägt damit oder ob er erstmal Blink oder das Shards Upgrade für die Zealots erforscht. Und Evo Chamber jetzt auch bei Lukas. Nur eine, aber links. Naja. Ich finde, Bob sollte mal exen, sonst wird er Echo-mäßig noch ziemlich weit hinterherfallen. Sollte auf jeden Fall tun. Er hat jetzt schon nur 25 gegen 31 Worker. Und Lukas reißt jetzt hier mal die zerstörbaren Trümmer weg bei seiner Echse da. Seine Tür, seine eigentlichen, die hier zugebaut ist. Ich glaube, der Waypoint sitzt ein bisschen doof, oder? Ja, der sitzt direkt vor der Base von Bob. Ich glaube, da hat. Ja, hat auch drei Warlords genau dorthin geschickt. Ich glaube, das hätte hindeuten können auf einen Rush, dass er den Waypoint so weit vorne setzt. Aber er hat ihn hier abgebrochen. 66 Supply jetzt hier beim Protoss, 85 schon beim Zerg. Allerdings muss man halt sagen, dass sich Bob hier jetzt auch ein bisschen containen lässt. Also, er steht halt in seiner Base und kann halt nicht wirklich hat hier viel machen. Ein bisschen Angst, auf jeden Fall. Kommt doch die Forge dazu. Er sollte unbedingt exen, weil sonst. Ja, unbedingt. Er könnte ja auch mal die Zerstörbahn drüber wegräumen, das wenigstens. Das ist eine ziemliche Safe-Exe, ja. Da kommt das Blink-Upgrade für die Stalker. Und Hydral ist dann im Bau, übrigens bei Lukas. Also, wird es hier Roaches und Hydras Oni werden, was zum Großteil. Nimmt jetzt hier auch seine zweite Exe da oben. Macht er doch bis jetzt sehr gut hier. Ja. Ja, jetzt. Spreadet hier jetzt auch ein bisschen Creep aus seiner Echse. Was spielt man denn als Toss gegen Hydras eigentlich, Drache? Kolosse. Aber dafür muss man es halt auch erstmal scouten und Kolosse sind ja nicht billig. Also da braucht er halt auf jeden Fall jetzt dann bald ein Echse, damit sie sich das dann überhaupt leisten kann. Der gute Bob. Kolosse wäre hier wirklich eine schöne Wahl. Ich meine, er hat den Observer eigentlich auch. Der ja, liegt faulend, aber hier in der Luft. Und Schößling hier von Lukas sichert sich wahrscheinlich ab gegen Kolosse, um vielleicht dann auch gleichzeitig Shender zu bauen. Da würde er sicherlich auch gleich ein paar Koopter erden, einfach mal zur Sicherheit. Aber wenn hier Lukas so stark auf Roaches geht am Anfang, was Bob ja noch mitbekommen hat, könnte sich ja eigentlich selbst ohne Scouting fast denken, dass hier Hydras folgen werden. Weil das eine sehr starke Kombi ist, da man
Bob geht jetzt hier auch ein bisschen los mit seinen Units. Sollte er nicht machen. 84 Supply da los. Lukas ist hier bei 125, war gerade ein bisschen Supply blockt. Ich bin gespannt, ob Bob hier pushen Sollte er wird. unterlassen, sollte sehen, dass das eine stärkere Armee ist. Er hat plus 3 Immortals. Ich meine, die machen guten Schaden, aber das sind halt. Wie viele Schaden sind das? Ja, jetzt kommt Das es zum sind Fight. 40 Schaden fast. Ja, die Force Fields versucht da jetzt hier den Fluchtweg zu blocken, aber ich glaube, die Schaden brauchen gar nicht fliehen. Und da sind jetzt, ist jetzt nur eine Immortal hier übrig und das sieht hier ganz schlecht aus. Ja, da hat Bob alles Ja. verloren. Und Da geht der letzte Immortal ja. down. Und jetzt hier 113 Supply noch beim Zerg und beim Toss sind es bloß noch 42. Warpt hier noch schnell ein paar Stalker rein. Aber das sieht doch schon sehr nach einem GG aus, wenn Lukas das jetzt hier dicht machen möchte. Auf jeden Fall sieht man auch am Lost Unit Tab, da hat Bob einfach 5000 Ja. verloren und Lukas Ja, dann 2000. Lukas einfach rein hier mit den Charmen. Ist da jetzt Ja, drinne, kann jetzt in die Eco rein. Ist immer noch das nicht. war's Klebt hier noch jetzt. den Pylon, er hat aber nicht so viel gebracht, weil die Gebäude immer noch funktionieren. Hinten stehen zwei Ja, Cannons. jetzt läuft er einfach in die Echo und jetzt macht er erstmal die Cannons down. Da gibt es noch ein paar Flames, da kommt das GG von Bob und damit geht Lukas 1 zu 0 in Führung in diesem Winner-Bracket hier. Ja, woran lag es bei Bob, dass er hier verloren hat? Ja, ich vermute mal, dass er sich zu Beginn so containen hat lassen. Also er hat auf jeden Fall früher axen müssen und halt statt im Go einfach selber auf Kolosse tacken und mehr Immortals noch Er hätte adden. seinen Observer besser benutzen sollen, anstatt ihn einfach nur auf rüber zu spielen. Ja, aber Koloss hat er ja im Prinzip bis jetzt noch gar nicht gebraucht gehabt, da kam nämlich noch keiner Hydras. Ja, das stimmt, aber für den späteren Verlauf fände ich, glaube ich, dann schon sehr Ja, wichtig aber er hätte auf gewesen. jeden Fall irgendwie mal ein zweites Roboter-Facility adden sollen. Oder auch ein drittes vielleicht sogar, damit er einfach mehr Immortals pumpen kann. Ja, und wie gesagt, er hätte halt auch schon viel früher axen können. Also er hätte ruhig mal die Trümmer wegräumen können oder so und dort einfach mal seine Axe setzen. Weil inkomäßig war er dann am Ende doch ziemlich im Jetzt Nachteil. hat Bob die Map-Wahl und wir sehen uns gleich wieder zu Map Nummer 2.